Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Gothic 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier am grünen Donnerstag heute. Ostern steht vor der Tür. Ich habe hier schon wieder Probleme mit meinem Headset-Kabel. Ostern steht vor der Tür. Hallo, Flint. Die Orks haben einen Schreck fürs Leben gekriegt, als sie gemerkt haben, dass ihre Armee hinüber ist. Das tut gut zu sehen, dass diese Biester nicht immer gewinnen und stärkt den Kampfgeist der freien Bürger Mythanas. Jawohl! Was willst du, Fremder? Was willst du? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Ach, hier oben erfährt man nicht viel. Falring ist eine Burg und keine große Stadt, hier kommen nicht viele Händler vorbei. Und seit die Orks den Pass geschlossen haben, kommt auch nichts mehr aus Nordmar durch. Aber irgendwas musst du doch wissen. Ja, ein paar wenige Sachen kann ich dir schon erzählen. Na dann, los. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Orks den Pass geschlossen haben, wollen auf einmal wieder viele nach Nordmar. Früher sind nur ein paar Jäger durch, doch jetzt wollen allerlei Gestalten ins Eis. Aha. So. Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen. So. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Es kommen nicht mehr viele Reisende nach Faring. Die meisten wollen in die Burg und sich mit Khan gut stellen. Aber er lässt sie erblitzen. Am besten du hältst dich da raus. Was kannst du mir über das Dorf erzählen? Faring ist von Orks besetzt, genau wie der ganze Rest des Reiches. Reisende lassen sie nur ins Dorf. Der Pass und die Burg sind für Fremde tabu. Was ist mit der Burg? Dort sitzt Khan, der oberste Anführer aller Orks. Von dort aus organisiert er die Belagerung der Hauptstadt. Gnar lässt nur ausgewählte Leute in die Burg und selbst die dürfen nicht mit Khan sprechen. Wer sind denn die wichtigsten Orks hier in der Stadt? Hier unten hat Gorok das Kommando. Dann gibt es noch Gnar, direkt beim Burgtor. Er entscheidet, wer in die Burg kommt. Oben am Turm steht Morjok. Er bewacht den Pass nach Nordmar. Du solltest meinen Rat annehmen. Gibt's irgendwelche Probleme? Hier? Nee, im Dorf ist alles ruhig, wie immer. In der Burg sowieso. Da sind eh fast nur Orks drin und die machen keinen Ärger. Was ist mit dem Pass? Der Pass nach Nordmar ist der eigentliche Grund, warum die Paladine damals hier ihre Burg gebaut haben. Aber jetzt ist er dicht. Morjok, der Kommandant des Wachturms, lässt niemanden hindurch. Wie komme ich über den Pass? Jeder, der nach Nordmar will, muss am Turm vorbei. Morjok lässt nur Tom und Wilson, die beiden Jäger, passieren. Wenn du wirklich nach Nordmar willst, halte dich an sie. Sie können dir helfen. Wird's versuchen. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Erzähl mir was über Nordmar. Ich selbst war noch nicht da, aber ich habe gehört, es besteht fast nur aus schneebedeckten Einöden. Dort soll es magisches Erz geben. Man muss es nur vom Boden aufklauben. Hört sich an wie ein Märchen. Mag sein, aber die Orks verhindern mit allen Mitteln, dass Fremde nach Nordmar kommen. Der Turm, oberhalb des Dorfes, bewacht den Pass. Jeder, der nach Nordmar will, muss dort vorbei. Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch. Pass auf, ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Aha, erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps da. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Gut, gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Ja, ist ja so. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
einige Dinge. Der hat aber viele Dietriche hier. Wie viele Dietriche habe ich denn noch? 41, na komm, dann nehmen wir die auch mit. Meinen Rat annehmen. So. Hier drin noch jemand? Nö. Moin. Donner! Ah, Kundschaft. Moin. Ich hoffe, du willst nicht in die Burg. Doch. Seit Khan hier in der Burg sitzt, lassen die Orks nämlich keinen mehr rein. Und? Das ganze Dorf ist voller Söldner, die in die Burg wollen. Die wenigsten schaffen es. Kommst du in die Burg? Klar, aber ich bin auch schon länger dabei als die meisten. Ich habe mir auf dem Schlachtfeld den Arsch für die Orks aufgerissen, ehe ich hier gelandet bin. Nach der großen Schlacht um Faring haben sie mir diesen Laden überlassen. Das ist mehr, als ich in der königlichen Armee je bekommen hätte. Das weißt du nicht. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar kann ich dir helfen. Du kannst wie all die anderen in die Arena gehen und hier draußen versauern. Oder du kannst die drei wichtigsten Orks außerhalb der Burg direkt überzeugen. Sehr schön. Ich kann dir bei allen dreien weiterhelfen. Das kostet dich jedes Mal 100 Goldstücke. Macht nichts. Klingt fair. Wen muss ich überzeugen? Nun, zuallererst Gorok. Er ist hier unten im Dorf. Dann Knarr. Er steht direkt am Zugang zur Burg. Mojok ist ein alter Säufer. Er ist Kommandant des Wachturms, oberhalb der Stadt. So, so. Erstmal hier. Erzähl mir von der Schlacht um Faring. In der ersten Schlacht war ich nicht dabei. Dort hatten es die Paladine des Königs geschafft, das gewaltige Heer der Orks aufzuhalten. In der zweiten, entscheidenden Schlacht hat Khan selbst unsere Truppen angeführt. Auch diesmal sah es zunächst aus, als würden wir scheitern. Tagelang dauerte die Belagerung der Burg, ohne dass wir auch nur einen Meter Boden gut machen konnten. Erst der schwarze Magier wendete das Blatt. Xardas. Ja, es war unheimlich. Er hatte diesen Stein dabei. Er leuchtete. Also, mit jedem Schritt, den Xardas auf die Burg zuging, wurde das Leuchten stärker und heller. Was? Als er am Fuß der Burgmauer stand, überstrahlte der Stein das gesamte Schlachtfeld. Keiner konnte hinsehen. Man wurde sofort geblendet. Dann, plötzlich, war alles still und das Leuchten verschwunden. Xardas drehte sich um und ging. Ohne ein Wort. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Weißt du, wo Xardas anschließend hin ist? Vermutlich wieder nach Nordmar. Dorthin, wo er hergekommen ist. Okay. Gut. Was ist mit den ganzen Söldnern? Ignoriere sie am besten. Typen wie die gibt es überall. Und die Orks wissen das. Sie wollen das große Gold machen, sind aber nicht bereit, Leistung zu bringen. Gnar weiß das und lässt sie nicht in die Burg. Sag mir erstmal her, was du hier so hast. Vergiss es, du bist in Ordnung. Standard-Söldnung, Rüstung der Söldner. 30, 30, 25, 25, 40, 40. Was kann denn schon groß passieren? Naja, gut, hier gibt's einen Helmschirm. Wie bekomme ich Mojoks Zustimmung? Mojok ist ein alter Säufer. Bring ihm ein paar Flaschen guten Schnaps und er wird dich nicht ablehnen. Aber es sollte schon ein wirklich guter Schnaps sein. Zeig mir. Was kann denn schon? Er hat Schnaps. Wie finde ich Mojok? Folge dem Weg oberhalb des Dorfes. Ganz hinauf. Dann kommst du zum Tor. Ja, da müssen wir eh hin wegen dem Tal. So, nächster. Was ist mit Gorok? Gorok hat hier die ganze Arbeit an der Backe kleben. Er muss dafür sorgen, dass es im Dorf ruhig ist. Hilf ihm ein bisschen und er wird dich unterstützen. Und es kommt noch schlimmer. Und was ist mit Gnar? Schwieriger Brocken. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie man ihn rumkriegt. Wie? Mit Fällen. Wolfsfällen, um genau zu sein. Das ist nicht gut. Bring ihm genug. Dann hast du keine Probleme mit ihm. Das ist nicht gut. Wolfsfälle habe ich nicht. Richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Warte mal, vielleicht liegen hier irgendwo welche rum. Was kann denn schon etwas? Wilson. Oh Leute, da hat die. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Eine Söldnerrüstung an. Wieder ein Mörder, der in die Burg will. Ja. Pass auf, ich sag's nur einmal.
Nur wenn wir alle zustimmen, wirst du in die Burg kommen. Wir alle? Ich und Majok, der den Pass bewacht. Und Gnar, der die Burg bewacht. Kapiert? Ja, machst du hier Ärger? Dann war es das. Schlafen kannst du bei Flint. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Hier ist Schnaps für dich. Gut. Ich habe schon darauf gewartet. Mit den besten Grüßen von Flint. Trotzdem gefällt. Kriege ich deine Zustimmung? Die hast du nicht. Ach was. Kann ich irgendwas tun, um sie zu bekommen? Zeige mir, dass wir dich brauchen. Das Dorf hat genug Probleme. Was kann denn schon groß passieren? Hey. Hey, willst du mit mir handeln? Ja. Oder geht's um den Pass? Da haben wir ein mächtiges Problem. Handeln. Handeln. Okay, ich verkaufe Felle und kaufe Schnaps. Sehr gut. Ich habe nur die beste Ware und verlange die beste Ware. Gefeilscht wird nicht. Ich weiß nicht. Zeig mir deine Ware. Wo sind die Felle? Pilzragout! Einige Dinge werden sich niemals ändern. Und es kommt noch schlimmer. Ich sehe keine Felle. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Oh. Tja. Da haben wir ein mächtiges Problem. Bonustalent lautloser Jäger. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Was kann denn schon groß passieren? 122 Jahre geschickt. Ich rieche zwar jetzt gerade ganz deutlich, dass wir jetzt Lernpunkte verschwenden. Wobei. Wobei, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir Fell nehmen? Also brauche ich die, muss ich diese Lernpunkte ausgeben? Mal uns sowieso noch 3 Jagdgeschick fehlen. ich denke nicht, dass wir die ausgeben müssen. Gut, jetzt habe ich zwar 10.000 Gold über den Jordan geschmissen, aber 30. Och, die Rüstung ist eh ein bisschen besser wie meine jetzige. Wie die Piratenkleidung da. Hat sich das ja gelohnt. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wilson. Trotzdem kannst du mir was beibringen? Für 50 Gold zeige ich dir, wie man jagt. Ich will bei dir lernen. Richtig, hast du das Gold? Hier. Alles klar. Manchmal gab es dafür auch noch okay. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Dazu bist du noch nicht bereit. Ich habe 13 Jagdgeschick, ja. Also ich krieg das Jagdgeschick ja auch nicht zusammen. Was ist mit dem Pass? Die Orks haben den Pass dicht gemacht. Er wird noch besser bewacht als die Burg, falls das überhaupt möglich ist. Nur wir Jäger kommen noch durch. Wenn wir dich da durchbringen wollen, müssen wir sicher sein, dass du der Richtige bist. Was soll ich tun? Als Jäger muss man nicht nur wissen, wie man jagt und da draußen überlebt. Man muss auch wissen, wie man seine Felle an den Mann bringt. Ich will, dass du dieses Schattenläuferfell für mich verkaufst. Ich will, dass du es Gnar dem Ork vor der Burg verkaufst. Und ich will 500 Goldstücke dafür haben. Wo finde ich Gnar? Meistens steht er vor der Burg. Hat er doch gerade gesagt. Also, scheiße. Also manchmal sind die Fragen echt dicht. So, dem sollen wir jetzt also das Schattenläuferfell verkaufen. Halt! Was willst du? Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Zeig her. Der Jäger hat meinen Respekt. Es ist Ehre in diesem Fell. Wo hast du es her? Ich verkaufe es für Würsen. Er ist ein großer Jäger. Hier sind 400 Goldstücke. Ich kaufe es. Das Fell kostet 500 Goldstücke. Pass auf, was du sagst. Ich habe dich bezahlt. Das Fell gehört mir. Hier, Junge! Flint schickt dir Schnaps. Flint weiß, was ein guter Schnaps ist. Stark und klar wie das ewige Eis.
Ich habe gehört, du willst Felle. Ja. Hast du Wolfsfelle? Nein. Ich guck mal nach. Wie viele Wolfsfelle habe ich denn noch? Eins, wa? Eins. Ich habe hier noch ein paar Wolfsfelle. Gut. Bring mir noch mehr. Der will noch 19 Stück haben, 20 Wolfsfelle insgesamt. Ach du Scheiße, wo soll ich denn 20 Wolfsfelle hernehmen? Ist wieder eine Arena, da können wir wieder Ruf sammeln. Ich weiß nicht, ob du da. Genau, das Fell. Sehr gut. Gib mir das Gold. Richtig, aber trotzdem. Hier sind deine 500 Goldstücke. Wenn du einen Fehler machst, dann steh dazu. Gnar hat dir nur 400 gegeben. Die 100 werde ich behalten, weil du mich belogen hast. Von mir aus kannst du einige Dinge werden sich ändern. Was ein Arsch, Mann. Bin ich jetzt dabei? Was war mit Tom? Ich werde ihn fragen. Mach das. Jetzt zur Hölle ist Tom. Das hat uns gerade noch gefehlt. Er ist Tom. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die Einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die Einzigen, die dich über den Pass bringen können. Ich will bei euch mitmachen. Junge, ich kann auch ganz die anders Sache da läuft hochziehen. So. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. War doch gerade eben der Assassine. Wo ist denn der? Ich speichere erstmal. Speichern ist immer gut. Wo ist denn der Arsch? Vorne ist er nicht. Irgendwo muss er ja sein. Ja, warum nicht? Taverne vielleicht? Hm, nee. Wo ist dieser Kackwüstenhändler? Aha. Ah, noch ein Fremder auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Du stehst auf dem Bett. Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Was für ein Geschenk? Für den großen Khan. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Meinst du? Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Aha. Es ist keines von den Dingen, die die Orks in der Wüste suchen. Und woher weißt du, dass sie ausgerechnet dein Artefakt wollen? Nun, es ist doch offensichtlich, dass die Orks selber nicht wissen, was sie suchen. Und es ist ebenso offensichtlich, dass sie in der Wüste noch nichts gefunden haben. Mein Artefakt ist aus Nordmar, dem eisigen Land im Norden. Es ist das perfekte Geschenk für Khan. Hm. Ja, wo ist das? Deine letzte Stunde hat geschlagen. Ja, nicht schlecht aus. Ich könnte jetzt hier die Truhen ausräumen. Da gerade Alis Truhe. Kriegsbogen. Ahnenstein. Elixier der Erde. Lalala. Komm. Guck mal. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Ja. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen.
Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Ach so. Wilson. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Gut. Dann fehlt dir ja nur noch eines, um ein Jäger zu sein. Eine erfolgreiche Jagd. Ja. Auf der anderen Seite des Flusses, beim Friedhof, tauchen immer wieder Lurker auf. Ja. Gorok will, dass sie verschwinden. Wir gehen zusammen. Kann dir doch egal sein. Na dann los. In der nicht. Oh, Leute, wie viele das sind. Überall diese Mistviecher. So, das war's. Fertig. Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Ja. Du gehörst jetzt zu uns. Mojok wird dich nicht aufhalten. Nice. Wir haben jetzt 120 Jagdgeschick. Wenn ich den Ring hier noch anlege, dann haben wir 125 Jagdgeschick. Das würde reichen. Warte mal. Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Oh nein, das sind bestimmt die 10. Die 10. Hundertprozentig sind das die 10 Geschick, die wir durch die Dings kriegen, durch die Ringe wetten. Wir haben 125, das bräuchte 125, hundertprozentig. Ich will dir die 13 Lernpunkte jetzt ungern investieren, nur wegen dem Fell. Andererseits, wir brauchen 20 Wolfsfälle, dann können wir diese Quest abschließen. Nein, es ist halt die Frage, ne? Wo kriege ich 20 Wolfsfälle her? Irgendwann ist auch das vorbei. Was ist denn jetzt der Tom? Ist das dein Ernst? Ich bringe den Ahnenstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Danke. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knar wird die Felle gerne annehmen. Na scheiße, Mann. Wie gesagt, verkehrt ist es nicht. Dazu bist du noch nicht bereit. Och Mann! Wie kann... Das die... Mann, ey. Wie kann... Wie schön Lernpunkte, ey. Mann. So, schön, jetzt bin ich ja offiziell hier Jäger. Schön, ganz tolle Sache. So, wir brauchen halt eben die Fälle, um da reinzukommen. Und ich weiß jetzt halt aber echt nicht, wo ich sonst Fälle nehmen soll. Unten im Wald. Was denn für ein Wald? Hier oder was? Oh Gott. Das ist ein Ripper, ja. Hier steht ein Ripper. Eieiei. Wir sind ja jetzt Jäger.
sehr schön. So. Männer! Gott sei Dank. Ungefähr, sehr gut. Waldbeeren. Aber was denn bitte für. Oh, Schlüssel öffnen, sehr schön. Was? Da ist ja noch ein Snapper. Was meint denn der für einen Wald? Meint er den Wald, wo ich hergekommen bin, mit den Trollen, oder was meint er für einen Wald? Mehr Snapper. So, sehr schön, aber die Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Was mich halt eben wirklich am allermeisten ankotzt, ist, dass man jetzt wegen der Scheiße die Lernpunkte hier rausgehauen haben. Aber gut, Herrgott. Wer weiß, vielleicht brauchen wir ja später auch nochmal. Das sind keine Wölfe, das sind Waage, verdammt. Und halt auch nicht gerade wenig. Oh shit! Level up. Aber ich habe hier Waagfälle erhalten. Das ist ja schon mal nice. Na, wer weiß. Wer weiß, was so ein Waagfell bringt an Kohle. Siebenmal heilen hier. So. Dann speichern wir mal, da oben ist Gotha. Warte mal, hier waren doch einige Pilze. Hier ist noch ein Wag. Da muss ja auch irgendwo noch eine Leiche liegen, da. Wolfskraut. Heilpflanze. Hier unten war ich ja noch gar nicht. Leck, leck. Na los. So. Sehr schön. Ui. Da sind schon wieder Waage. Oh oh. Oh, oh, wurde aber. Oh, das war aber knapp. War das knapp jetzt. Oh, jetzt ist mir aber echt das Herz in der Hose stehen geblieben. Das Herz in der Hose stehen geblieben. Das Herz ist mir in die Hose gerutscht. So rum, den Schuh draus. Sind aber halt auch keine Wölfe, ne? Sind halt alles keine Wölfe hier. Jetzt haben wir kurz einen Leck. Hier geht's nicht weiter. Ja gut, Freunde, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Und dann werden wir nächste Folge dann mal zu diesem Mojok gehen und werden dem den Schnaps bringen. Und dann mal gucken, was der zu der ganzen Geschichte sagt. Vielleicht finden wir ja da oben Wölfe. So gut, alles klar, Freunde, dann verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Ciao, tschüss. Bleibt ja gesund. Euer Hemmers.